So Leute, schauen wir mal in den Juni hinein, der bereits gestartet ist, was uns so im Kino erwartet an den kommenden Kinostart Donnerstag, beziehungsweise diese Woche ist es sogar schon der morgige Mittwoch, dass ein größerer Kinofilm startet und wir jeden Monat das Ganze reduziert auf die aus meiner Sicht größeren oder relevanteren Starts und somit meine Kino-Highlights. Und damit komme ich im Juni auf 10 Filme, die wir kurz mal umreißen wollen. Beginnen wir mit diesem Mittwoch, also dem morgigen 5. Juni, da startet Bad Boys 4 Ride or Die in den Kinos. Adil Al-Arabi und Bilal Fallah als Regisseure des dritten Teils durften auch für den vierten wieder zurückkehren, die ihr Filme lieben, wirklich mögen. Ich finde es krass, dass sie bei DC einen Film quasi in die Tonne zusehen mussten, wie er in die Tonne getreten wurde von David Zaslav, dem Warner Brothers Chef, aber können jetzt hier mit Bad Boys 4 ihre Art, Geschichten zu erzählen, weitermachen. Der dritte Teil war ja sehr actionlastig, war durchaus auch ein bisschen alberner als die ersten beiden Teile angesetzt und damit sind dann Will Smith und Martin Lawrence als Mike Lowry und Marcus Burnett zurück. Beide sind Partner, eine Hochzeit steht an, eine Nahtoderfahrung steht an, aber auch Korruptionsverdacht gegen den verstorbenen Chef und die Frage, was ist die Wahrheit? Und das macht aus diesen beiden Partnern auf einmal Gejagte, die auch zu alten Bekannten aus einem dritten Teil vielleicht greifen müssen, um irgendwie zu überleben. Und die Frage wird sein, können sie die Sache aufklären oder wird es sogar vielleicht ihr letzter Auftrag werden in Bad Boys 4 Ride or Die? Einen Tag später, 6. Juni, diesen Donnerstag, kommt mit King's Land ein kleiner Film mit Mads Mikkelsen in der Hauptrolle in die Kinos, erzählt die Geschichte von Dänemark im 18. Jahrhundert und der Heide, also dem wilden Land, was nicht bewohnbar ist, was nicht fruchtbar gemacht ist. Und der König, der das aber gerne möchte, viele Menschen, die es versuchen, aber immer wieder dort auf Menschen ohne Recht treffen, auf wilde Tiere und auf das erbarmungslose Wetter und dabei immer wieder zugrunde gehen und sterben, bis ein Mann namens Ludwig Hahn versucht, genau das auf eigene Kosten anzustreben für einen Adelstitel und letztendlich auch für Ruhm. Und es wird ein sehr bitteres und ein sehr kaltes Unterfangen in dieser Welt der Heide von Dänemark. Ebenfalls ab Donnerstag startet dann noch They See You. Auf den bin ich gespannt. Ich mochte beide Trailer bisher. Ist das Regiedebüt von Ishana Shyamalan, der Tochter von M. Night Shyamalan, mit Dakota Fanning in der Hauptrolle. Und die spielt Mina. Die ist Ende 20, die ist Künstlerin auf der Suche nach Inspiration. Begibt die sich in einen Urwald im Norden, nee, im Westen von Irland, der auf Karten nicht verzeichnet ist. Und wenn man sich dem nähert, dann funktioniert dort Technik auch nicht mehr. Autos versagen und genau dort ist sie gestrandet. Und es scheint eine sehr merkwürdige Atmosphäre zu sein. Aber ihr gelangt oder gelingt die Zuflucht in ein Haus, wo sie auf drei Fremde trifft. Und dieses Haus scheint auch auf einer Seite eine komplette Glasfront zu haben. Und diese drei Fremden erzählen ihr, dass in der Nacht Kreaturen kommen und sie beobachten. Und das sieht schon wieder sehr nach einem Psycho-Thriller aus. Ich mochte aber beide Trailer zu They See You gerne und ich bin gespannt, was der kann. Springen wir in die nächste Woche und da auch schon wieder ein vorgezogener Start von Donnerstag auf den Mittwoch vorgezogen hat Disney Alles steht Kopf 2, der erste Animationsfilm, einer der erfolgreichsten von Disney überhaupt und einfach damals eine tolle Geschichte rund um Riley, ein junges Mädchen, die damals, glaube ich, 11 Jahre alt war und die Emotionen im Kopf abgebildet werden. Seien das Wut, sei das Freude, sei das Ekel, sei das Kummer. Aber inzwischen ist Riley in die Teenagerjahre gekommen und da passiert auf einmal hormonell und auch, was die Gefühlswelt angeht, sehr viel mehr im Kopf und deswegen muss einmal alles abgerissen und neu gemacht werden, weil auf einmal ganz neue Emotionen zusätzlich dazukommen werden und quasi durch die Welt des langsamen Erwachsenwerdens manövrieren. Die Trailer sind ganz süß. Mal gucken, was alles steht. Kopf 2 kann. Große Fußstapfen, die der Film dort tritt. So, einen Tag später, 13. Juni, startet mit Problemista noch ein Film, in dem unter anderem Tilda Swinton und RZA mitspielen. Erzählt mit Julio Torres in der Hauptrolle, der auch die Regie geführt hat, die Geschichte von Alejandro. Der ist ein Spielzeugdesigner in El Salvador, der davon träumt, für Hasbro Werkzeuge herzustellen, beziehungsweise Spielzeuge herzustellen und dafür auch in die USA geht, aber sein Visum droht abzulaufen. Er trifft dabei auch auf Bobby bzw. dessen Körper. Der ist nämlich ein Künstler im Kryoschlaf. Um dessen Körper kümmert er sich. Und der wiederum eine Frau namens Elizabeth. Und die plant eine Ausstellung von Bobby, um die sich Alejandro kümmern soll. Und dafür wäre sie bereit, sein Visum zu finanzieren. Klingt nach einem cineastischen Film. Problemista, mal gucken. Es geht dann letztendlich auch um Einwanderung und Auswanderungspolitik und alles, was dazugehört. Habe ich mal mitgelistet. Genauso wie die Dokumentation Der Schatten des Kommandanten. Ist eine Dokumentation durch die Kameralinse von Hans-Jörg Höss, dem Sohn vom Kommandanten von Auschwitz, Rudolf Höss, der ja auch im Fokus stand in Zone of Interest noch vor einigen Monaten im Kino und hier quasi die Geschichte erzählt wird, wie sehr sein Leben durch die Taten des eigenen Vaters geprägt worden ist. Könnte definitiv eine interessante Dokumentation sein, Der Schatten des Kommandanten, habe ich mir mal mit gelistet. Eine Woche später, 20. Juni, startet Sting, ein Horror-Thriller, der in New York City spielt, in einer Unwetternacht dort stürmt
stürzt etwas vom Himmel, zerstört auch eine Glasscheibe und landet in einer Wohnung. Und es scheint eine Art Ei zu sein. Und aus diesem Ei schlüpft eine Spinne. Und die 12-jährige Charlotte wird sich dieser Spinne annehmen. Sie lebt zusammen mit ihrer Mutter und ihrem Stiefvater. Und ein neues Baby ist gerade in die Familie gekommen, was sie auch so ein bisschen verdrängt innerhalb der Familie zusammen. Aber sie liebt Comics. Ihr Stiefvater ist auch Comiczeichner, weswegen sie sich da zumindest mit den Ideen so ein bisschen austoben kann oder versucht, Teil zu sein. Aber diese Spinne scheint so eine Art Ersatzzuneigung oder Freundschaft zu sein. Nur die wächst rasant schnell. Und die scheint auch gefährlich zu sein, weil nach und nach verschwinden auf einmal Nachbarn in dem Wohngebäude mitten in New York. Und das ist Sting. So heißt nämlich die Spinne, benannt nach dem Schwert von Bebo Beutlin. Dann freue ich mich sehr ab dem 20. Juni auf The Bike Riders von Jeff Nichols, der neue Film mit Austin Butler, Jodie Comer, Tom Hardy, Michael Shannon, Boyd Holbrook, Norman Reedus und noch viele mehr wird die Geschichte von Katie erzählt. Die ist mit Benny zusammen und Benny ist Teil von einer Motorradgang, die sich Wendels nennen. Darin sind Freunde unterwegs, man zieht Dinge zusammen durch, verbringt Zeit, man ist loyal. Aber dieser Motorradclub, der wird immer beliebter, der wird immer größer. Anführer Johnny, gespielt von Tom Hardy, ist die Galionsfigur und zieht vor allem mehrere andere kleine Clubs oder Nachahmerclubs oder neue Chapter an, die aber nach und nach auch eine andere Vorstellung davon haben, was man sein will. Und so driftet dieser Club immer mehr in die Illegalität ab, wird brutaler, wird gewalttätiger. Und Katie muss letztendlich um die Liebe zu ihrem Freund kämpfen, der so loyal ist, dass sich die Frage stellt, für welche Seite er sich entscheiden würde. Ich mag den Look von The Bike Riders. Für alle Sons of Anarchy-Fans sicherlich auch was, wo sie sich direkt wiederfinden. Ich bin gespannt, was der kann. Habe ich auf jeden Fall Lust drauf, weil es könnte ein etwas kleinerer, aber richtig guter Film sein. Und der Cast alleine spricht schon für sich, wie ich finde. Und dann springen wir noch rüber in den 27. Juni, da hätten wir einmal Daddy-O, eine Nacht in New York, mit Sean Penn und Dakota Johnson. Dakota Johnson sehe ich immer richtig gerne, Sean Penn sowieso. Sie spielt eine Frau, die am Flughafen in New York City in ein Taxi steigt, auf dem Weg nach Hause und mit dem Taxifahrer ins Gespräch kommt. Und sie schreibt die ganze Zeit mit einem Typen und der Taxifahrer merkt schon, der ist verheiratet, oder, mit dem du da schreibst. Und sie empfindet es natürlich ein bisschen übergriffig, so Fragen zu stellen, aber es ergeben sich nach und nach Einblicke in das Leben und auch in Fehlentscheidungen im Leben. Und ich finde, dass da so eine Kammerspielatmosphäre im Taxi innerhalb des Trailers zu sehen war, in Daddy-O, eine Nacht in New York, dass ich auf jeden Fall interessiert bin, aber die breitere Masse wird sich sicherlich freuen auf A Quiet Place Tag 1 ab dem 27. Juni mit Lupita Nyong'o in der Hauptrolle, auch ein Jimin Hounsou dabei und sie spielt Sam. Die lebt in New York City und erzählt wird dann in A Quiet Place Tag 1, wie man es erahnen kann, die Vorgeschichte. Nachdem wir die ersten beiden Quiet Place Filme gesehen haben, die so spannend waren, von John Krasinski inszeniert, der im ersten Teil auch noch selber mitspielt und über die Familie Abbott berichtet, in einer Welt, in der eine Alien-Invasion die Menschheit heimgesucht hat, die extrem sensibel sind, was ihr Gehör angeht und man deswegen mucksmäuschenstill sich durch diese Welt bewegen muss, erfahren wir hier, wie alles begann und das in einer solchen Metropole, die immer laut ist, die nie schläft und das bedeutet, dass Millionen Menschen fliehen werden. Die Bilder in The Quiet Place Tag 1 in den Trailern sehen richtig gut aus. Lupita Nyong'o ist eine starke Schauspielerin. Bin extrem gespannt, wie dieses Prequel funktioniert, weil von Michael Sanowski inszeniert und nicht von John Krasinski. Habe ich richtig Bock drauf. Weil Dystopie und Endzeitstimmung könnte ich mir endlos anschauen und hier in A Quiet Place Tag 1 ist es mal wieder soweit. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf und damit sind wir durch den Juni. Es starten natürlich noch deutlich mehr Filme, aber oft sehr viel kleinere oder aus meiner Sicht unrelevantere inhaltlich bin ich so dabei und sage, ey, wir haben so ein bisschen was, ob es Animation ist mit Alles steht Kopf 2, ob es Blockbuster ist mit Bad Boys 4 oder ob es mit The Bike Riders eher ein bisschen rebellisch daherkommt oder auch kleines Kammerspiel mit Daddy-O bis hin zu Horror-Thriller mit A Quiet Place oder auch They See You, ist so einiges dabei, genauso wie Sting. Und da bin ich mal gespannt, wie die alle so abschneiden werden. Okay, damit sind wir durch mit der kurzen kleinen Übersicht für den kommenden Juni. Ich hoffe, da ist was dabei, wo ihr euch darauf freut und sicherlich wird da noch einiges an Inhalten dazukommen durch die Streamer und da gibt es also wieder viel zu sehen. Ich bedanke mich wie immer fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.